morgen. Het is jetzt 6 uur. Ik ben op weg aan een relatief lange tour. Onderweg tussen Gerlensweil en Kottersteg. Ik hoop dat ik het de hele tijd hier goed hinter mij breng. Weitere Berichte onderweg. 45 Sekunden, 12 oder mehr richtige Zeit. Es ist jetzt 57. So eben sind wir abgefahren in Kattersteg mit dem Zug Richtung Kopperstein. Und nachher geht es weiter. Und zwar Richtung Zermatt, respektive Dash, wo ich dann meine Kunden auflade. Jawohl, da bin ich wieder. Mit dem Auto auf dem Zug, wie man sieht. Es fährt die Landschaft vorbei hier, aber ich geniesse jetzt schnell die 15 Minuten aus dem Loch nach Kopperstein. Kabel ist weniger zu erfahren. Ich habe die Kalorien gedämpft. Aber mit dem Füße, der Ghana zum Schluss kam, ist 10 Punkte. Ja, jetzt. Nicht einstellig, wenn ich es mache. Nein, sicher nicht. Ich habe gemacht, was ich für dich konnte. Aber es ist eine tricky Runde. Aber es gibt halt so Buchstaben, die sind je nachdem, lass mal so mal anders. Du, es ist ein Spiel. Ja, hat mich gefreut, Ivan. Ja, gut Luft bei deinen nächsten Tauchgängen. Sieht der VIP-Bus von der Busmiete.ch aus. Wenn Sie einmal so reisen wollen, einfach anrufen. So, wir sind jetzt in Kopperstein angekommen. Hatte Glück gehabt, bin das letzte Auto auf dem Zug. Nach mir ist es gerade losgegangen. Und jetzt ist es 15 Minuten später. Und das Wetter ist nicht sehr einladend hier im Wallis. Es regelt ein bisschen und ich hoffe, es wird dann im Laufe des Tages noch etwas besser. Jetzt muss ich mich dann langsam aufs Rausfahren vom Zug konzentrieren und schalte wieder ab. Das kann der Markt nicht aufnehmen. Der Bund will die Subventionen ab 2018 in etwa gleicher Höhe weiterzahlen. Zu den Börsen. Es ist jetzt 9.06 Uhr. Ich bin in relativ guter Zeit, fast Rekordzeit, von Gerlensweil in einem Rutsch nach Täsch. Ich bin jetzt hier in Täsch beim Bahnhof und warte auf meine Gäste, die dann später mit mir den ganzen Tag irgendwo hinfahren. Ihr seht, ich bin immer noch richtig verschlafen. Es ist ja relativ früh für mich. Aber wie gesagt, hier in Täsch regnet es. Es gibt wahrscheinlich nicht so einen schönen Tag, wie ich geplant habe. Und ja, wir werden sehen, wo es nachher hingeht. Wir gehen eigentlich in der Retour Richtung Kandersteg. Und dort in Kandersteg melde ich mich dann wieder. Thank you.
So, unterdessen bin ich in Interlaken angekommen. Steht immer noch. Und es hat ziemlich viele Touristen rum, wie immer im Sommer. Meine Damen aus Arabien sind unterwegs am Posten in Interlaken. Ich habe wieder mal eine Stunde bis zwei Pause. Und weiss, muss ich das Zeug machen? Eigentlich nichts. Und weiter geht es demnächst dann Richtung Luzern. So, es ist jetzt geschafft, 15 Stunden fast unterwegs, zurück in Regensdorf am Tank. Und jetzt dann noch der Köppel in die Garage und dann ziemlich schnell heim. Ich wünsche auch gute Nacht.